Es waren Tage, die ganz angefüllt waren mit Gesang und Gebet. Hunderte von jungen Menschen waren zum Prayer Festival gekommen, um hier das Zusammengehörigkeitsgefühl zu erleben, das es oftmals im Glaubensalltag so nicht mehr gibt. Hier verbindet das Gebet das innere Gefühl, dass Gott da ist, ohne Wenn und Aber. Inzwischen sind Prayer Festivals ein fester Bestandteil im Kalender von jungen Katholiken. Organisiert werden sie von der Jugend 2000, um jungen Menschen zwischen 16 bis 30 Jahren zu helfen, ihre Beziehung zu Gott neu zu entdecken. Neben der Atmosphäre ist es einfach schön, ständig anbeten zu können, dass Christus immer da ist, Christus in der Mitte ist und ja, man zu jeder Tageszeit immer wieder zu ihm kommen kann. Mir gefällt das alles hier, so wie das veranstaltet ist, dass das so christlich für Jugendliche, für junge Familie, damit die Kinder auch da davon was haben, damit die Kinder ein bisschen da so frei sind. Und es ist einfach so schön, ja, die Musik, so wie mir das gefällt. Also so wie ich mir das Christentum vorstelle. Heute Vormittag, der Talk von Johannes Hartle war auch super, was einfach drum uns gezeigt hat, dass er mit die Sünde in der Welt ist und dass Gott aber da ist, um uns die Sünde zu vergeben. Und hat das ganz super aufgeschlüsselt und wirklich ganz hautnah haben wir das miterlebt oder erfahren dürfen, wie es wirklich geht, auch die Sünden loszulassen. Der liebe Gott ist ziemlich nah, jetzt auch in einer anderen Betungskapelle und in der Messe mit einem Kardinal Cordes, war echt super. Und dabei predigte Kardinal Cordes über scheinbar so unmoderne Themen wie Bußbereitschaft und Sünde. Doch die jungen Menschen waren mit großem Ernst dabei. Hier einige Ausschnitte aus der Predigt. Sie kennen doch gewiss das Neue Testament und auch die ersten Worte Jesu über sein öffentliches Auftreten. Kehrt um, das Himmelreich ist nahe. Der Herr beginnt seine Predigt mit einem Aufruf zur Abkehr von der Sünde. Ohne die Erkenntnis der eigenen Sünde und unseren Willen zur Umkehr ist Gottes Heil nicht zu erlangen. Mag ein Appell zur Umkehr auch generell vielleicht angebracht sein, wir sind für ihn die falsche Zielgruppe. In unserem Leben ist ohnehin alles in Butter. Aus solch selbstgefälligen Gedanken rüttelt uns freilich das eben verlesene Evangelium auf. Es lenkt unseren Blick auf Petrus, den ersten der Apostel. Fraglos war er kein religiöses Mittelmaß. Er war ein gläubiger Israelit ohne Falsch. Er ersehnte die Erlösung und Befreiung seines Volkes. Er überragte gewiss an Glaubenseifer die meisten seiner Zeitgenossen. Und dennoch zerbricht in einem bestimmten Augenblick jede geistliche Selbstsicherheit, die er vielleicht bislang aus seiner wohlanständigen Frömmigkeit bezogen hatte. Er entdeckt sich neu im göttlichen Licht, in das ihn die Nähe des Herrn taucht. Die Begegnung mit der Gottheit Jesu erschüttert ihn bis ins Mark. Und die eigene Erbärmlichkeit überwältigt ihn. Darum lässt Gottes Heiligkeit ihn nach Erlösung schreien. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder. Ich habe bei so vielen Weltjugendtagen die Zeichen gesehen, die der liebende Vater in solch einzigartigem Klima der Frömmigkeit für alle bereithält. So ist auch euer Treffen eine Sternstunde für die Kirche. Du aber verpasst diese Chance nicht. Wende dich Gott zu aus der Mitte deines Herzens, damit er nicht vergeblich an deine Tür klopft. Und du wirst bald den Grad der Eigensucht ausmachen, der die Lauterkeit deiner Liebe trübt. Dass du von Selbstlosigkeit und uneingeschränkter Hingabe an den Herrn Jesus noch weit entfernt bist, dann wirst du vielleicht mit Petrus rufen: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Über die Aussagen des Kardinals wurde im Anschluss an die Predigt noch viel diskutiert. Und wieder einmal haben die Teilnehmer des Prayer Festivals viele neue Impulse für ihr Glaubensleben bekommen.